Ja, hallo. Hier ist wieder ein Video von Snake Zockt. Und es ist mal wieder Collateral Damage. Warum dieses Spiel? Ach, ich weiß auch nicht. Es macht mir halt Spaß. Ich will es euch zeigen. Dann wirft ihr auch jetzt keinem Minecraft-YouTuber vor, dass er dauernd Minecraft spielt, oder? Na, eben. So, ich zeige euch jetzt noch einmal den... wie heißt denn noch der Litterbox-Modus? Das heißt so, ja, Practice, ne? Man kann einzelne Level üben. Und eine Katze aussuchen. Ich nehme diesmal wieder eine andere. Und zwar... Ja, wen eigentlich? Fatcat? Nein, nicht wirklich. Mitten? Nero? Maya hatten wir schon mal? Ja, der ist doch gut. Chirps. Oder sie? Oder er? Weiß nicht. Der Name ist nicht eindeutig. Okay. Ah, da nehmen wir mal unter den Saved Games. Nehmen wir mal. Ja, was nehmen wir denn da? Nehmen wir mal hier das. Hä? Okay. Okay, gut. Oha. Ja, das ist ein Grund. 5 Minuten zu spät wurde das Essen serviert. Ja, das kennen wir doch, ne? Ich kann auch nicht so hoch springen, die Katze. Oha. Was ist das? Okay, alles klar. Ah, jetzt. Okay, im Litterbox-Modus gibt es keine Vorgabe. Da kann ich ihn. Da kann ich mir Zeit lassen. Und alles platt machen. Und wenn ich keinen Bock mehr habe, springe ich hier in die Kiste. So. Aber das mache ich jetzt noch nicht, ne? Ey. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde den Soundtrack ziemlich gut. Also wenn diese Musik nicht wäre, dann wäre das Spiel viel schlechter. Ist tatsächlich so. Das ist ein gut launes Spiel, ja. Ich habe das beim letzten Mal gesagt und ich sage es jetzt auch. Es ist ein gute Laune Spiel. Für mich jetzt. Für mich persönlich. Und das ist gut. Das ist immer gut. Wenn ein Spiel gute Laune verbreitet, ist immer gut. Ich meine, man hat manchmal so irgendwie die Lust auf ein Spiel, wo man sich abreagieren kann. Manchmal will man ein Spiel, wo man ein bisschen raten kann, wo man denken muss. Strategiespiele oder so, Quizspiele, keine Ahnung. Manchmal will man auch ein Spiel, das einen... Ja, wo man Rätsel lösen muss, halt, weiß ich nie, jetzt nicht, so diese... Die Tomb Raider-Teile zum Beispiel. Oder keine Ahnung. Was auch immer. Oder ein Action-Spiel, ein Ballerspiel. Wo man einfach mal so ballern kann. Einfach ein hirnloses Ballerspiel. Das braucht man auch manchmal. Aber das hier ist was ganz anderes, ne? Das ist ein Spiel, das spielt man eine Katze. Und ich weiß nicht, also vielleicht der eine oder andere wird es gar nicht verstehen, was hier so toll ist. Aber wenn man selbst eine Katze spielt, wobei man jetzt nicht irgendwie jeden Aspekt hier der jeden Aspekt der Katze berücksichtigt hat, ne? Ist klar. Weil das ist jetzt wirklich ein Spiel, da wird man hier, wie ihr seht, alles zerstören, alle Gegenstände runterwerfen. Ja. Was eine Katze jetzt nicht unbedingt jeden Tag macht. Und überhaupt meine ich jetzt vielleicht auch überhaupt gar nicht macht, je nach Katze, ne? Aber hey! Es ist ein Spiel, das wirklich ein paar Minuten Spaß macht. 10 Minuten, 20, vielleicht auch 30. Oder 45 meinetwegen. Und das will auch gar nicht mehr, das Spiel. Es will auch gar nicht mehr. Das ist alles. Und das reicht auch. Oh,
Oh, nein, das wollte ich gar nicht. Ah, ich wollte noch gar nicht in die Box. Ah, shit. Ah, na gut. Ist okay, macht nichts, ist nicht schlimm. Ja, ich kann ja noch... Das Video ist noch nicht lang genug. Ich mach noch mal einen anderen Level. Was gibt's denn da noch? Da haben wir noch bestimmt noch was anderes. Den Supermarkt. Ja, genau. Nehmen wir einen Supermarkt. Genau. Alles klar. Es wird geladen. Ah, das ist ja echt ein Traum. Ich hasse alles in diesem Haus. Es wird Zeit, Chaos zu verursachen. Ja, genau. Das ist es. Das will die Katze. Mehr nicht. Und das wird sie auch machen. Oh ja. Das macht sie, die Katze. Oder der Kater, je nachdem. Oh Mann. Also der Supermarkt-Level, ich glaube, das sind die meisten Sachen, die man hier irgendwie runterwerfen kann. Mehr sind es in keinem anderen, glaube ich. Wow. Das ist eigentlich nur ein Bonus-Level. Ja, den muss man erstmal freispielen. Der ist nicht automatisch. Ne? Nee, nee. Ja, da springe ich jetzt nicht rein. Vergiss es. Gucken, was hier ist. Die Kasse, ja genau. Ja, machen wir mal die. Werfen wir mal hier alles runter. Ja, genau. So sieht das nämlich aus hier. Jawohl. 104, 535. Ach, ey, wie viel sind es denn insgesamt? Ach du Kacke. Also wenn ich jetzt wirklich alles runterwerfe, wie viel wäre das? Ich weiß es gar nicht. Wie viel wäre das denn? Naja. Okay, die Fleischtheke hier. Ja, genau. Genau. Boah, der Balken füllt sich so langsam. Das heißt, es dauert ewig, bis ich alles hätte, theoretisch. Ja, ich zeige euch jetzt nicht alles hier. Das habe ich auch noch nie geschafft, alles. Hier in dem Level. Nee. Habe ich nie geschafft. Weil irgendwann lässt die Geduld nach. Beziehungsweise die Zeit läuft ab. Man macht ja immer nur das Gleiche. Ne? Man wirft Sachen runter. Ja. Und das ist auf Dauer natürlich ein bisschen wenig. Ist klar, ne? Das ist natürlich ganz ohne Frage auf Dauer langweilig. Ne? Klar. Aber wie gesagt, für ein paar Minuten ist es doch spaßig. Ich finde es schon spaßig. Und ja, wenn man das so betrachtet, dann ist es vollkommen okay. Das Spiel will jetzt nicht irgendwie irgendwas sein, was behaupten zu sein, was es gar nicht ist. Es ist das, was es ist und nicht mehr. Und das ist vollkommen okay. Ich finde schon, dass es Spaß macht. Für eine gewisse Zeit, ne? Aber eben auch nur für diese gewisse Zeit. Jo. Ja, ja. Die Katze und der Supermarkt, genau. Okay, ja gut. Ich glaube, das war es jetzt auch mal, ne? Cat Lateral Damage. Das ist ein Spiel, wie gesagt. Man spielt es halt hin und wieder. Man kann es nicht durchspielen. Man kann halt... ja gut, man kann es natürlich schon durchspielen. Man kann vom ersten bis zum letzten Level eine hohe Punktzahl erreichen. Ja, das war's aber auch, ne? Es ist jetzt nicht irgendwie nötig, da so ein... So, das war's. Reicht. Es ist ein Spiel, man kann es nicht durchspielen. Es geht um die Punktzahl. Ja. Ob es jetzt der einzelne Level ist oder alle in einer richtigen Reihenfolge mit allen Bonus-Leveln, bekommt man natürlich eine hohe Punktzahl und dann wird die natürlich gespeichert. Und das war's. Das ist der einzige Grund, warum man spielt. Und ich finde, das ist vollkommen okay, das reicht.
Ja, das ist der König jetzt. Das war jetzt keine hohe Punktzahl, das war wenig. Egal. Ja, Catatural Damage. Ein weiteres Mal. Wie oft spiele ich das jetzt noch? Nee, es reicht, denke ich mal. Es reicht. Ihr habt jetzt gesehen und ich denke mal, die Vorzüge und Nachteile sind deutlich geworden. Und ja gut, ne? Dann muss es auch mal gut sein. Aber ich finde, vor 3 Jahren, wie gesagt, hat es mich motiviert, hat es mich aufgebaut, hat es mir irgendwie, ja, meine Stimmung halt verbessert. Und deswegen ist das für mich ein Spiel, das irgendwo auch ein besonderes Spiel ist für mich. Für mich persönlich. Ich meine, ich kann natürlich verstehen, wenn ihr es nicht mögt, ne? Klar. Ist alles kein Ding. Ich wollte es euch halt nur mal zeigen. Also, beim nächsten Mal gibt es was anderes zu gucken. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.